Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Die neue Aktion Mondreich hat angefangen und ich bin mal wieder ein bisschen spät dran. Die Nazuma-Fischerin Kuchirai Momiji wollte schon immer einen legendären großen Fisch namens Mondleviathan fangen. Sie plant, alle ihre alten Freunde zu versammeln und sich auf die Reise zu machen, um ihn zu finden. Und sie lädt dich ein, dich hier anzuschließen. Junge, wie wär's, wenn ihr den Satz mal beendet, anstatt 50 Kommas reinzumachen, kann ihr Traum diesmal endlich in Erfüllung gehen. Genau. Und ja, da sind eben schon die ersten beiden freigeschaltet und vorher müssen wir aber noch einen Auftrag erledigen, wobei das wahrscheinlich nur der, wie sagt man, Prolog ist, wie auch immer, also ist ja keine richtige Quest. Kuchirai Momiji, eine Inazuma-Fischerin, scheint etwas zu haben, bei dem er gerne etwas Hilfe hätte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Frau ist. Aber gut. Yep, that's a woman. I guess. Mondleviathan. Was für ein Mondleviathan. Oh, hallo, du musst der Fischer sein, der von der Abenteuergilde geschickt wurde, ha? Huh? Ich bin Kuchirai Momiji, Fischerin aus Inazuma. Ich habe beim Angelverein von dir gehört, als ich dich heute gesehen habe, dachte ich, dass du tatsächlich so vielversprechend aussiehst, wie sie gesagt haben. Ich war heute überhaupt nicht beim Angelverein. Spaß. Ich hoffe, ich habe nicht die falsche Person erwischt. Seit kurzem bin ich auf der Suche nach einem Fisch, den man aus Legenden kennt. Er heißt Mondleviathan. Und den Legenden zufolge hat er die Macht, den Menschen Wünsche zu erfüllen. Oh, ein Fisch, der Wünsche erfüllt. Paimon mag diese Art von Legenden. Auch wenn alle sagen, dass es nur eine Legende ist. Ich glaube, dass es wahr ist. Denn vor einigen Jahren bin ich so einem Mondleviathan vielleicht schon einmal persönlich begegnet. Hat er dir einen Wunsch erfüllt? Naja, so halb. Die Geschichte ist folgende. Vor ein paar Jahren haben zwei Freunde und ich uns wegen unserer Wünsche auf das Meer hinaus begeben, um den Mondleviathan aufzuspüren. Der eine Freund hieß Jiawei und der andere Nantuk. Doch die Reise war turbulent, wir sind in ein furchtbares Unwetter geraten. Und obwohl unser Fischerboot überlebt hat, wurde unser Kompass beschädigt und wir trieben verloren auf einem uns unbekannten Teil des Ozeans. Einige Tage später war es uns noch immer nicht gelungen, einen Weg nach Hause zu finden. Uns war mittlerweile das Trinkwasser ausgegangen und obwohl niemand etwas sagte, so wurde die Stimmung doch zunehmend verzweifelt. Bis zu dem Punkt, an dem Jiawei begann, einen Abschiedsbrief zu schreiben. Er wollte sich das Leben nehmen, er steckte ihn in eine Flasche und wollte diese ins Meer werfen. Er wusste nicht, dass wir nicht schliefen. Wir hörten, wie er hinausschleichen wollte und eilten ihm nach, um ihn aufzuhalten. In dem Moment sahen wir alle einen riesigen Schatten unter Wasser. Der Schatten leuchtete ganz leicht und strahlte an manchen Stellen, so als ob Stücke des Mondes ins Wasser gefallen wären. War es ein Mondleviathan? Wir waren so verzweifelt, dass wir daran glaubten. Wir wünschten uns, dass er uns wieder sicher in unsere Heimat zurückbringt. Und glaub es oder nicht, aber wir überlebten tatsächlich. Als der magische Schatten wegschwamm, folgten wir ihm und das führte uns wieder nach Hause. Ach, das ist wirklich eine berührende Legende. Nein, es ist die Wahrheit. Wir können ihn ganz bestimmt wiederfinden. Was sollen wir tun? Suchen wir zuerst mal nach meinen alten Kumpeln. Sie beide sind versierte Fischer. Sie als Begleitung dabei zu haben, wird uns eine große Hilfe sein. Jiawei ist am Hafen von Liyue. Ich hörte, seit er nach Liyue zurückgekehrt war, ist er nie wieder von dort weggegangen. Ich bin mir sicher, dass er auch noch über den Mond Leviathan nachdenkt. Was Nantuk angeht, so habe ich gehört, dass er ein Autor geworden ist. Er schreibt über das Meer. Wenn du Jiawei gefunden hast, kannst du ihn ja fragen, wo Nantuk ist. Oh. Das ist vielleicht doch eine kleine Quest. Der Mond ist aufgegangen. Ja, natürlich steht er da ganz am Rand. Aber ist das der Angeltyp von Inazuma Safe? Na ja, gut, dann war ich bei dem wahrscheinlich noch nicht. Stimmt. Nee, ich war nur bei dem von Monstead. Nevermind. Ja, true. So. Aber ja, schon sehr weit weg vom nächsten Teleportpunkt. Etwas ungünstig für einen schnellen Drop-By. Wirklich am letzten Ende von Liyue. Und aus irgendeinem Grund stehen da drei Typen und unterhalten sich. Alright. So. Das Meer ist wie eine schöne Frau. Es verheißt nicht immer etwas Gutes. Bist du Jiawei? Ja, was willst du?
Oh, der Mondleviathan. Natürlich geht es um den Mondleviathan. Dieses Erlebnis vergisst man nicht so schnell. Auch Kuchirai hat es nicht vergessen. Ihr Wunsch war. Dann verabschiede ich euch mit meinen besten Wünschen. Ich hoffe, ihr seid erfolgreich. Wir sind gekommen, um dich mit an Bord zu holen. Willst du denn nicht mit uns kommen? Ah, damals habe ich fast mein Leben verloren. Das Meer ist wie eine schöne Frau. Es weiß nicht immer etwas Gutes. Außerdem bin ich ein verheirateter Mann. Wie könnte ich meine Familie verlassen? Ich muss meine Rolle als Haushaltsoberhaupt erfüllen. Nachdem ich so viel Arbeit investiert habe, dass diese großzügige und wunderschöne Frau mich heiratet, ihr müsst mich also entschuldigen. Deine alten Freunde werden enttäuscht sein. Sagt doch sowas nicht, lasst mich nachdenken. Obwohl ich euch auf eurer Reise nicht begleiten kann, werde ich euch auf andere Weise helfen. Ich gebe meine jahrelange Erfahrung als Fischer an euch weiter. Eine legendäre Kreatur wie der Mondleviathan lässt sich nicht so einfach fangen. Akzeptiert also mein Training, nehmt mein Wissen in euch auf und begebt euch dann auf die Jagd nach diesem legendären Fisch. Oh, richtig, möchtet ihr auch Nantokus aufsuchen? Keine Sorge, wie ihr wisst, ist der Typ die ganze Zeit ein Monster. Man sagt, dass er jetzt an einem Buch arbeitet. Und jetzt konzentriert euch. Giawais magisches Fischertraining geht gleich los. Ihr könnt nach dem Training zu Nantok gehen. Ah, okay. Fange innerhalb der vorgegebenen Zeit so viele Zuckerblumen Medaka wie möglich. Ein Fischer aus Liyue, Giawai, lehnte deine Einladung ab, leistete dabei etwas Hilfe. Giawais Angeltraining für Fortgeschrittene. Du musst innerhalb der vorgegebenen Zeit so viele Fische der angegebenen Art fangen, wie du kannst. Je mehr du fängst, desto besser wird deine Belohnung sein. Okay. Das ist alles, was man machen muss? Einfach nur fischen? Das ist fast ein bisschen langweilig. Also ich persönlich muss ehrlich zugeben, das Fischen, ich meine, an und für sich ist es interessant, es ist einfach ein neuer Aspekt, der macht das Spiel noch vielschichtiger, noch abwechslungsreicher, aber ganz ehrlich, ich finde es totlangweilig. Nach 10 Fischen habe ich halt absolut keinen Bock mehr und das Essen ist einfach so brutal langweilig. Also, es ist mit Abstand das Langweiligste im ganzen Spiel, also die können mich damit jagen. Brauche ich dafür meine eigenen Köder oder kriege ich die gestellt? Anscheinend nicht. Und ich muss den Medaka fangen, ne? Ja gut, das passt. 2 Minuten? Oh Mist, ich habe gar nicht geguckt, wie viele ich fangen muss. Für die Höchstbelohnung. Na gut, ist ja egal. Ich meine, mehr als mein Bestes geben kann ich ja nicht. Gerdet? Nein, war es nicht. Paimon halt die. Halt die Ohren steif, Paimon, halt die Ohren steif, wollte ich sagen. Natürlich wollte ich halt die Ohren steif sagen, Paimon. Was hätte ich sonst sagen sollen? Nein, war es nicht. Halt die Ohren steif. Danke, Paimon. Aber halt die Ohren steif. Also ich schätze mal, 3 ist das Mindeste, was man fangen muss. Weil ich jetzt noch die Hälfte der Zeit und ich habe 4. Also gehe ich mal davon aus, die Maximalbelohnung bei 6 oder 8. Wahrscheinlich eher 6. 8 wäre fast ein bisschen heftig. Zum Glück nicht. Ey, ich meine, Paimon hat die Ohren steif. Steady now. It's the final. Wow, Paimon's stomach is rumbling already. Würde mich mal interessieren, ob das zu den Errungenschaften dazu zählt. Andererseits gibt es eigentlich nur eine Errungenschaft, wo das wirklich dazu zählen würde. Aber wahrscheinlich nicht. Okay, noch einen müssten wir schaffen, dann haben wir 8. Ich würde sagen, 10 könnte man vielleicht schaffen in 2 Minuten. Weil jetzt wirklich keine einzige Millisekunde verliert. Aber wahrscheinlich nicht. Also 9 auf jeden Fall. 10 kann man, glaube ich, nicht schaffen. Ne. 8. Okay, und wie viel hätte ich fangen müssen? Hätte ich vielleicht mal vorher drauf achten sollen. 5. Lol, ist ja easy. Ist das hier nicht Artefakt-EP? Ah ja. Das ist halt legit das unnötigste Item im ganzen Spiel, ganz ehrlich. Niemals. Also ich meine, es gibt bestimmt Leute, die aus irgendeinem... Also ich meine, es gibt bestimmt Leute, die brauchen Artefakt-EP. Aber zu diesen Leuten kann ich nur sagen, wie ist das überhaupt möglich? Man kriegt so viele Artefakte, die man nicht braucht. Wie zum Teufel kann man Artefakt-EP brauchen?
Aber gut. Alright. Ja gut, dann machen wir gleich noch die zweite Quest. Oder den zweiten Auftrag. Das ist echt... Wie gesagt, wenn man es zwischendurch mal macht, so wie jetzt, dann ist es ja okay, das Angeln. Einfach mal so als Abwechslung. Jetzt jeden Tag halt... Was waren das? 5 Minuten der Zeit? Okay. Aber an für sich, du kannst ja wirklich... Es gibt ja in jeder Stadt gibt's, oder in jedem Gebiet besser gesagt, gibt es so 10 Angelpunkte oder so, oder vielleicht sogar 12. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber auf jeden Fall gibt es einige. Und die kannst du ja jeden Tag alle einmal komplett abfarmen. Ich schwör's euch, da braucht man safe 2 Stunden oder so, wenn man alle. Wenn man alle fangen will, brauchst du safe 2 Stunden. Also das ist halt. Und das ist so langweilig. Ich check halt nicht, wer sich das antut. Achso, was müssen wir fangen? Aber ich könnte vielleicht sogar Probleme haben und nicht den richtigen Köder haben. Unter Umständen. Zwei Fische beliebiger Fischarten. Ah. Also einfach nur 6 Fische? Einfach nur 6 Fische. Einfach nur 6 Fische? Oh, man hat auch 3 Minuten Zeit, lol. Kann man die Herausforderung dann noch frühzeitig beenden? Na gut, ich schätze mal, die Fische darf man behalten. Von dem her, I guess it's not that bad. Natürlich gar nicht ist. Servus. Ach man. Mitten ins Gesicht, Eini. Steady now. It's the final strip. Wow, nice catch. Paimon. Ohren steif halten. Also beim Angeln nervt Paimon halt wirklich extrem. Vor allem verstehe ich nicht, warum Paimon hier jetzt plötzlich quasi ein komplettes Voice-Over hat. Weil das ja wirklich nur... Ich weiß gar nicht, wie nennt man das? Eine Nebentätigkeit halt ist. Aber Weltaufträge sind nicht wichtig genug. Also ich meine, dass nicht jeder Weltauftrag vertont wird, okay, das habe ich ja schon oft gesagt. Aber es gibt ja teilweise zum Beispiel das Orobashi-Vermächtnis in Inazuma. Oder... Gut, die 9 Säulen des Friedens. Ey, mir fällt jetzt gerade nichts Besseres ein, aber zum Beispiel das Orobashi-Vermächtnis. Ich meine, ganz ehrlich, Alter, wieso ist das nicht vertont? Und sowas wird vertont. Ich meine, klar, es sind jetzt nur 5 oder 6 so Catchphrases und die wiederholen sich auch die ganze Zeit. Deswegen nerven sie auch so, weil es immer das Gleiche ist. Aber ich meine, dafür hat man Zeit. Ja, es ist nur ein Charakter, schon klar, aber ich meine, bei einem Weltauftrag beim Orobashi-Vermächtnis, da kommt der Reisende vor. Der Typ, der die Quest gibt, wo ich nicht mehr weiß, wie er heißt. Das ist der Typ aus dem Dorf. Und Paimon, das sind auch nur 3 Charakter. Und der Reisende sagt ja nie was, der macht ja nur, hm, oder hm. Der macht ja nichts. Also im Endeffekt ist es nur Paimon und dieser andere Typ. Also ich meine, das wäre jetzt auch nicht so ein Riesenact. Also das verstehe ich irgendwie nicht. Wenn das nicht wirklich jeder Auftrag, nicht jeder kleinste Mini-Auftrag und nicht jede tägliche Quest und so vertont wird, okay, ich meine, das kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Aber was ich halt nicht nachvollziehen kann, ist halt, dass dann sowas hier... Ich meine, wie gesagt, ich meine, an für sich ist es egal, aber keine Ahnung. Wenn du mit Sound spielst, das nervt halt einfach so. Paimon einfach nicht die Backen hält. Das ist crazy. Gut, wenn du ohne Ton spielst, kann es dir egal sein, aber... Naja. Erstmal natürlich die 10 Fische geschafft. Aber jetzt war es ja auch vielleicht, aber man hatte mehr Zeit. Und ich habe jetzt auch einen Fang sogar komplett versaut, also... 6 haben wir, glaube ich, gebraucht und 11. No problem. No problem at all. Nice. 3 verschiedene sogar. Okay. Und damit zack. Boom. 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 Und wieder. Gleiches Prinzip wie bei den letzten Aktionen. Mystisches Verstärkungserz ist das letzte. Das heißt, das in Anführungszeichen unwichtigste. Also ich meine, was heißt in Anführungszeichen, also meiner Meinung nach ist es einfach das unwichtigste Items von denen, weil man kann mystisches Verstärkungserz ja legit unendlich farmen im Endeffekt. Für Weisheit braucht man eigentlich Harz, für Urgestein braucht man
Urgestein. Und ja, Mora ist auch nicht. Also, das ist auf jeden Fall das Leichteste zu farmen. Ich finde es nice, dass das einfach immer als Schlechtestes auch vom Spiel gewertet wird. Und dann quasi, ja, sagt das. Also, das Spiel selbst sagt quasi, mystisches Verstärkungserz ist Trash. Was so unselten ist. Und ja, das war der erste Teil der neuen Aktion. Ihr seht ja eh, kommen noch weitere Teile. Und man kann sich wieder eine gute Menge Urgestein sichern. Und damit danke euch wie immer fürs Zusehen. Würde mich wie immer sehr über ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's kurz rein. Ciao, ciao.